Hamburg. Back to vlogging. Es ist so schön, mit dir hier zu sein. Und ich habe so lange nicht mehr gevloggt, deswegen dachte ich, starte ich direkt wieder einen Vlog. Auch wenn ich gerade erst angekommen bin. Bin gerade zur Wohnungstür rein. 8 Uhr abends. Man sieht es nicht richtig, aber es ist 8 Uhr, also 20 Uhr abends. Ich bin seit heute früh um 10.40 Uhr ist mein Zug von Innsbruck losgefahren. Es war ein sehr anstrengender Tag, aber gleichzeitig auch irgendwie, naja, ich will jetzt nicht sagen chillig, aber ich meine, ich habe ja viel im Zug gesessen, was irgendwie chillig war, aber irgendwie auch nicht. Und auch wenn ich gar keine Lust habe, werde ich jetzt direkt, wenn ich noch angezogen bin, einkaufen gehen, weil ich habe gar nichts im Kühlschrank. Und morgen ist Sonntag und ich will responsible sein und morgen was Gesundes kochen, weil die letzten Tage gab es irgendwie sehr viel Brezeln, sehr viel Laugengebäck. Generell einfach morgens, mittags, abends Brot und Pasta und ich habe Lust, mal wieder was richtig Gekochtes zu essen und nicht nur Pizza und so weiter. Und deswegen gehe ich jetzt direkt nochmal rüber in den Supermarkt. So, I'm back. Ich muss mal kurz Hausschuhe anziehen, meine Füße werden sonst kalt. Ich werde jetzt auch als allererstes duschen gehen. Zum Glück hatte ich mir extra was zum Abendessen gekauft und habe es schon im Zug gegessen. Ist ja jetzt eh schon, keine Ahnung, für die 9, 8:30 oder so. Werde jetzt mal duschen gehen, die lange Fahrt von mir waschen und dann Tee trinken. Ja, bisschen chill. Ich bin eigentlich schon mega müde. Aber eigentlich will ich auch noch was arbeiten, damit ich morgen nicht so früh aufstehen muss. Mal sehen. Ich habe Mandarinen gekauft, weil die im Angebot waren. Und ich habe Bock, noch mal Mandarinen zu essen, bevor die Saison vorbei ist. Bio-Eier. Banane. Apfel. Ich habe sehr Bock, die nächsten Tage mal wieder ein bisschen mehr Gemüse und Obst zu essen. Weil wirklich, also die Portionen an Gemüse und Obst, die ich in den letzten anderthalb Wochen gegessen habe, kann ich an vermutlich 3 Fingern abzählen. Oder 4. Brussels Sprouts. Rosenkohl. Ziegenkäse, Frischkäse für Brot, weil ohne Brot geht natürlich gar nicht. Fenchel, Feta habe ich noch im Kühlschrank gehabt, noch einen Apfel und Körnige Frischkäse. Ich werde aber auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal zu Lidl gehen und Großeinkauf machen. Das war jetzt nur erstmal, ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen random gekauft, aber so, dass ich halt mir morgen was zum Abendbrot kochen kann. Morgen bin ich zum Brunch verabredet, also da brauche ich nichts. Und Milch für Kaffee hatte ich noch da. Von daher, ja, komme ich erstmal morgen und Montag früh aus. Und dann gehe ich nochmal richtig groß einkaufen zum Lidl. Erstmal frische Klamotten raussuchen. Hier, ich brauche Period Panties. Welche nehmen wir? Die Jogginghose. Ich koche gerade noch Tee. Haare waschen wir eigentlich auch dran, aber da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Und ich bin heute Morgen eigentlich auch zum Brunch verabredet. Da muss Trockenshampoo helfen, weil das schaffe ich morgen früh auf jeden Fall auch nicht. Werde ich den erst morgen Abend machen. Ich bin so ready, hier wieder richtig anzukommen und wieder mal zu Hause zu sein, in meinem eigenen Bettchen zu schlafen diese Nacht und nicht. Also wir hatten ja ein paar Nächte im Hotel, das war ganz nice, aber so richtig gut habe ich da jetzt auch nicht geschlafen. Nicht jede Nacht zumindest. Und sonst habe ich immer mit Schlafsack, mit Isomatte geschlafen. Oder halt so einer, ja, man das, so ein Luftbett. Ja, und ich bin eine empfindliche Schläferin, also habe ich da immer nur so semi-gut geschlafen. I'm ready for my own bed. Morning in the morning. Ich habe richtig gut geschlafen in meinem eigenen Bettchen. Ich war zwischendurch auch mal wach, aber ich war richtig munter, als mein Wecker geklingelt hat. Das war sehr, sehr schön. Ich werde mir jetzt einen Kaffee machen und dann mache ich mich fertig, um dann gleich zum Brunch zu fahren. Eventuell stelle ich noch eine Wäsche an. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn die läuft, während ich weg bin. Muss ich aber noch kurz meinen Koffer sortieren. Aber das könnte ich jetzt eigentlich noch schnell machen. Lange nicht da war, erstmal Wasser durchlaufen durch die Kaffeemaschine, weil hier in den Rohren sind halt bisher dann noch altes Wasser, was abgestanden ist. Und das lasse ich erstmal durchlaufen.
Oniba. Let's go to brunch. Wie findet ihr es, wenn ich es auch noch anfangen würde, Französisch zu sprechen? Nicht nur Denglisch, sondern auch noch Freutsch. Oniba, was ich gerade gesagt habe, war nämlich Französisch. Aber so gut kann ich leider kein Französisch, deswegen müsst ihr euch mit Englisch begnügen. Würde ich aber gerne irgendwann mal wieder auffrischen. Hätte ich mega Lust, so eine Sprachschule oder so zu machen, um Französisch zu verbessern, weil ich hatte das ja in der Schule sehr lange. Ich bin sogar auf so eine französisch-deutsche Schule gegangen. Fun Fact about me, aber deswegen kann ich es trotzdem nicht gut. Huch. Ich würde auch nicht gerade sagen, dass ich sprachenbegabt bin. Ich kann sehr gut Englisch, aber that's it. Obwohl ich auch noch Spanisch und Französisch gelernt habe. Meine Schuhe sind noch im Koffer. Ich freue mich sehr darauf, nachher alles wieder aufzuräumen und wegzuräumen und so. Aber ich habe auch gestern realisiert, was total krass ist. In 3 Wochen geht es für mich einfach schon wieder weg. Und bis dahin muss ich mehr oder weniger so halb aus meiner Wohnung ausziehen. Also nicht so richtig, aber zumindest Platz schaffen und ein paar Sachen wegräumen, weil ich meine Wohnung untervermiete, während ich 5 Wochen auf Reisen bin. Ich hatte euch das ja, glaube ich, schon erzählt mit meinen Eltern. Mache ich 2,5 Wochen Malaysia und Kuala Lumpur. Und, also meine Kuala Lumpur ist ja in Malaysia, aber, you know. Und dann geht es für mich nach Bali. Ja, und dafür habe ich meine Wohnung untervermietet, damit ich nicht so hohe Kosten habe, was echt richtig praktisch ist, weil, ja, somit habe ich nicht bezahle ich nicht für eine Unterkunft oder für meine Wohnung, während ich gar nicht da bin. Und jemand kann auf meine Pflanzis aufpassen und heizen und lüften und so. Das fühlt sich auf jeden Fall besser an, als meine Wohnung hier alleine zu lassen. Naja, jetzt muss ich aber erstmal meinen letzten Schluck Kaffee trinken und dann auch los. I'm back. Meine Wäsche ist fertig, die hat schon auf mich gewartet, die hänge ich jetzt auf und dann muss ich den Rest meines Koffers auspacken. Ich werde auch noch ein paar Sachen auf Instagram posten für unseren Podcast. Da ist nämlich gerade heute eine neue Folge online gegangen und unser neues Cover für unseren Podcast. Wir hatten ja am Anfang nur so ein Übergangscover mit einem mega alten Foto und jetzt haben wir die Tage in Österreich ein richtig schönes neues gemacht und genau, das ist jetzt online gegangen. Deswegen werde ich dazu gleich mal ein bisschen was posten. Und ja, there's still lots to do. Viel Housework, aber es war voll schön, Merlin zu treffen und Lara. Die sind ja beide aus, also mit beiden in Norwegen Auslandssemester zusammen gemacht. Bevor ich mich gleich an die Arbeit mache, kurzes Strick-Update. Ich habe mir ja für Januar vorgenommen, mein erstes Wollknäuel zu verstricken. Und ich habe ja eigentlich mit meinem Probestück schon fast, naja, so ein halbes, dreiviertel Wollknäuel gestrickt. Und jetzt bin ich auch fast mit dem fertig, also mit dem Wollknäuel fertig. Also ein bisschen ist schon noch, aber ist nicht mehr so ein großes Wollknäuel. Und das hier habe ich alles schon gestrickt für meine Mütze. Die ist jetzt gerade so ein bisschen, also das ist sozusagen dann das, was man dann hier so umschlägt. Ich habe hier auch so eine Umschlagkante gestrickt. Da ändert man einfach mal so die Strickart kurz. Und dann lässt sich das halt hier so besser knicken. Und theoretisch ist die Mütze, also ich stricke ja mit dem Pattern von Petite Knit die Weekend-Mütze oder Weekender-Mütze oder so. Da habe ich mir die Anleitung geholt. Und theoretisch ist es da so, dass man die Mütze zweimal umschlägt. Das heißt, man hat hier 3 Schichten. Und irgendwie ist mir das, glaube ich, zu viel. Deswegen überlege ich, ob ich das so mache, dass ich nur einmal eine Umschlagkante mache. Ich bin voll happy. Werde ich heute Abend auf jeden Fall noch weiter stricken. Und ich hoffe ein bisschen, in 3 Wochen geht es für mich los nach Malaysia. Irgendwie hoffe ich sehr, dass ich davor die Mütze fertig habe. Und das sollte ich eigentlich schaffen. Ich glaube, hier habe ich mal was falsch gemacht. Ups, das sieht man gar nicht. Da. Irgendwie sieht das da komisch aus. Meine Haare werden jetzt eingeölt, damit ich die waschen kann. Ich mache auch so eine Ölkur.
Und dann geht's an die Hausarbeit. Ich habe gestern im Buchladen den zweiten Teil von dieser Fourth Wing-Reihe gesehen und den Klappentext gelesen. Und irgendwie klang das echt gut. Ich hätte irgendwie auch Lust mal auf sowas. Auf so ein, naja, Science-Fiction-Fantasy-übernatürliches Dings. Das hatte ja auch im letzten Jahr so einen krassen Hype. I don't know, mich würde halt mal interessieren. Ich muss mal mehr als so den Klappentext lesen, weil ich finde, von dem kann ich irgendwie nicht so ganz entscheiden, ob ich da halt langfristig Lust hätte, weil es ist ja schon ein echt langes Buch. Ich muss irgendwie wissen, wie es geschrieben ist. Meine Monstera hat auch einfach dieses neue Blatt, was bald sich entfaltet. Und das hier hat sich schon entfaltet. Und ich liebe, wie die am Anfang mal so zart sind. So ein süßes. Und es hat auch voll viele Schlitze. Ich höre gerade Olivia Rodrigo und werde mir jetzt Abendbrot machen. Ich habe Fenchel gekauft, Rosenkohl, Feta, Kartoffeln und dann mache ich mir so Ofengemüse und werde auch noch ein paar von diesen, wo habe ich das, diesen veganen Plant Balls von Ikea mit dazu machen. Watching. Ich werde hier den zweiten Teil von diesem Expedition Grönland Video von Fritz Meinecke. Also ich bin ja gerade obsessed mit Survival Videos und ich schaue gerade das. Da kommt jetzt irgendwie alle paar Tage mal eine neue Folge raus. Und was ist Survival Squad. Das ist einfach so, so, so gut. Ich bin da jetzt, glaube ich, schon bei Folge 6 oder 7. Habe ich gestern im Zug noch mega viel geschaut. Perfekt, um nebenbei zu stricken. Vor allem, wenn ich mir dieses Thumbnail anschaue mit dem Gewehr. Ist jetzt nicht so, dass sie da ständig auf Bären schießen oder so. Das Thumbnail sieht nur so krass aus. Aber die sehen Bären, die sehen Wölfe. Und so Survival-Stuff fixt mich irgendwie gerade sehr an. Probiert, also könnt ihr ja gerne mal reingucken. Schauen, ob das auch was für euch ist. Ich finde es irgendwie so, ja, nice, einfach wie die in der Natur sind. Viertel neun und Zeit, meine Abendroutine einzuläuten. Was schauen und weiter stricken. Eventuell, wenn ich die Folge zu Ende geschaut habe, ich bin immer noch dabei, das zu schauen, was ich auch zum Abendessen geguckt habe, höre ich weiter Hörbuch. Ich habe nämlich heute irgendwann ein Hörbuch angefangen. Ich hatte erst geschaut, ob es Fourth Wing als Hörbuch gibt. Gab es aber nicht auf Spotify. Und dann wurde mir daraufhin das angezeigt. Throne of Glass. Und da habe ich dann mal reingehört und irgendwie finde ich es bisher ganz interessant. I don't know, es hat so ein Elfen-übernatürliches Dings. Ähnlich wie, Bereich über die Rippe hätten, die so rausgucken. Wie so zwei kleine Igelschnäuzchen. Ich habe jetzt Fourth Wing als Hörbuch auf YouTube gefunden. Und das höre ich jetzt. Ich zwinge mich dazu zu atmen. Ein riesiges Maul auf und entblößt Zähne, die so groß sind wie ich. Ich fasse meine Zähne fest zusammen, damit ich keinen Mucks von mir gebe. An meinem Knie sehen. Er weiß, dass ich im Nachteil bin. Morning. Ich glaube, heute ist ein Tag, wo es gar nicht richtig hell wird. Irgendwie. Ich habe voll gut geschlafen und war sogar vor meinem Wecker klingeln wach. Obwohl ich eigentlich dachte, ich würde mega fertig sein, weil ich gestern einfach noch bis Viertel zwei, bis Viertel zwei, achso, die Hälfte von Deutschland weiß nicht, was ich meine, bis, bis 1.15 Uhr in der Nacht gestrickt habe. Ich habe meinen Knäuel zu Ende gestrickt. Ich habe jetzt hier nur noch, das ist der Rest. Seht ihr das? Das ist der Restfaden. Und jetzt muss ich mir erstmal ein YouTube-Video angucken, wie man ein neues Wollknäuel anfängt. Aber richtig cool. Und ich habe dabei die ganze Zeit das Hörbuch gehört von
Fourth Wing. Und ich bin jetzt echt krass hooked. Also ich verstehe, obwohl, ja doch, ich verstehe schon, was der Hype ist. Schon eigentlich echt cool. Ich finde jetzt den Schreibstil, die Storyline bisher noch nicht wow. Also die Welt ist ja so eine übernatürliche Welt mit Drachen. Ist halt ganz cool. Ja, also macht Spaß, das als Hörbuch zu hören. Ich höre das auf. Auch an dem Morgen konnte ich nicht davon ablassen, mir die ganze Zeit das Hörbuch Fourth Wing anzuhören. Und das habe ich auch getan, während ich mir ganz entspannt von zu Hause meine Gelnägel selber gemacht habe mit Maniko. Hier seht ihr das Ergebnis meiner Maniküre, welches ich mit dem Maniko Starter Set gemacht habe, bestehend aus 3 Designs deiner Wahl, einer UV-Lampe und dem Remover Serum. Und ich habe die Farbe Creamy Sheer diesmal verwendet und finde, es sieht so natürlich und richtig schön aus. Die Gelmaniküre mit den UV-Gelstrips funktioniert folgendermaßen. Als allererstes preppt man seine Nägel, indem man sie in die richtige Form bringt und mit einem Alkoholpad von Fett und Unreinheiten befreit. Und dann sucht man sich die richtige Größe für seinen Nagel aus und klebt das auf seinen Nagel drauf. Man hat dazu auch noch so ein Holzstäbchen, um das richtig zu befestigen. Mit einer kleinen Nagelschere schneide ich das vordere Stück, was übrig ist, vom Gelstrip ab. Das kann man dann nochmal wiederverwenden und so gehe ich beim jeden Nagel vor. Die Enden werden dann mit einer Nagelfeile abgefeilt und dann kommen die Gelnägel zum Aushärten unter die kleine UV-Lampe. Ich brauche dafür pro Hand ca. 10 Minuten und habe so dann 3 Wochen richtig schöne, feine Nägel. Das Tolle mit den Gelnägeln, die mit einer UV-Lampe ausgehärtet werden, ist, dass die Farbe nicht absplittern kann. Sie halten Belastung stand und somit hat man bis zu 3 Wochen perfekte Nägel. Wenn ihr auch Lust auf Gelnägel für zu Hause habt, wofür ihr nicht ins Nagelstudio rennen müsst, bekommt ihr mit meinem Code Pauline 20% Rabatt bei Maniko. On my way zum Zug. Es ist immer lustig, wie schnell man Sachen schafft, wenn man Druck hat und wie lange man dafür sonst braucht, wenn man halt keinen Druck hat. Ich habe mich echt so schnell fertig gemacht, so schnell meinen Rucksack gepackt. Ich meine, ich brauche jetzt eh nicht so viele Sachen, weil ich ja nur eine Nacht bleibe, aber so ein paar Laptop, SD-Karte, damit ich arbeiten kann und so weiter. Aber Stricksachen natürlich, ganz wichtig, alles dabei. Ein Buch, was meine Mutter noch mitbringen wollte. Meine Mama, sorry, ich sag nie Mutter. Ich weiß nicht, warum ich gerade Mutter gesagt habe. Sorry, Mama. Ich nenne dich natürlich nie Mutter, sondern immer Mama. Weiß nicht, warum das gerade rausgerutscht ist. Ja, und bin jetzt schon auf dem Weg zum Zug. Und ja. Bin ich wieder in Hamburg angekommen. Oh, ich habe mir jetzt als allererstes, ich bin nach Hause gekommen, habe Hände gewaschen und als allererstes Nudeln gekocht und Spinat-Feta-Pasta gemacht, weil es so schnell geht und ich halt Bock drauf habe. Ich habe echt so Hunger. Mein Zug ist um 6 angekommen, aber ich dann immer hier bin, bei meiner Wohnung und so weiter. Es ist jetzt irgendwie, naja, eigentlich ist kurz vor 7 keine späte Anbruchszeit, aber irgendwie war ich krass. Bin ich krass hungrig. Hab gefühlt auch einfach zu Hause nichts gebloggt, aber ich finde, hier ist es eh immer cooler zu bloggen und spannender für euch vielleicht auch. Eventuell werde ich heute meine Mütze zu Ende stricken. Mal schauen, ob ich das schaffe. Aber irgendwie ist es ein bisschen mein Ziel. Ich meine, könnte ich schon schaffen. Ich bin immer noch dabei, Fourth Wing zu hören. Nothing new. Fourth Wing und Stricken. Meine 2 neuen Obsessions. Und ich glaube, das Hörbuch ist fast zu Ende. Ich glaube, ich bin bei Teil 6 und es gibt 8 Teile. Also habe ich noch so 4 Stunden vor mir. Könnte ich also auch morgen oder so schaffen. Jetzt erstmal essen. Leute, es ist wirklich unnormal, wie obsessed ich mit dem Stricken bin. Aber ich will es so gerne. Ich könnte das heute echt fertig machen. Ich glaube, ich muss jetzt mit Nadel übergehen. Ich muss jetzt zu Nadelspiel übergehen. Dafür habe ich mir ja so Nadeln gekauft. Huch, weil wenn man oben dann so eng wird, passt das mit dem Kabel nicht mehr, weil das dann im Weg ist und deswegen strickt man dann mit so vielen Nadeln. Habe ich noch nie gemacht, aber probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich hoffe, dass meine Mütze dabei nicht aufdrisselt oder ich irgendwie Maschen verliere oder so. Aber es ist echt krass.
krass, wie ich einfach durch Zufall mehr oder weniger dieses neue Hobby entdeckt habe und es so liebe. Ich hoffe echt sehr doll, dass es anhält und nicht nur so eine Phase ist. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also klar braucht man bestimmt auch mal Pause vom Stricken. Aber es macht mir echt so Spaß. Ich hoffe, ja, ich werde noch viele Sachen stricken. Mein Pinterest-Board und mein Instagram-Vorschläge sind voll mit Dingen, die man stricken kann oder irgendwelchen Strick-Accounts. Finde ich so lustig. Wenn einmal damit anfängt, dann kommt man richtig in so eine Bubble. Wie viele Nadeln brauche ich denn jetzt? Und ich liebe es. Ich habe auch das Gefühl, das Einzige, worüber ich mit euch rede, ist Stricken. Und noch Fourth Wing, dass ich das jetzt gerade nebenbei höre. Ist nicht perfekt, da nebenbei Hörbücher zu hören. Oder irgendwas zu schauen. Ich bin jetzt auch schon echt weit mit dem Hörbuch und es gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich stört, zwischen Zayden und Violet. Come on, guys. Sie wissen eigentlich beide, dass sie sich mögen. Ich habe wirklich nichts anderes zu erzählen. Also, ich habe heute ja meine Impfung bekommen. Das ist eigentlich auch gut verlaufen. Ich darf keinen krassen Sport machen, aber ich gehe morgen zum Yoga. Das sollte ja gehen. Und das war bei den letzten Malen, habe ich auch gar nichts von der Impfung gemerkt. Das war jetzt meine dritte HPV-Impfung. Und damit bin ich dann durch, finally. Ja, habe da echt gar keine Nebenwirkungen oder so gehabt, zum Glück. Und morgen verbringe ich den Tag mit Julika. Wir werden morgen zum Yoga gehen, bei mir brunchen, ein bisschen coworken und dann Keramik bemalen. Darauf freue ich mich richtig dolle. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt. Habe ich eigentlich Spinat zwischen den Zähnen? Wir bemalen morgen Keramik. Da fällt mir eigentlich noch gar nicht überlegt, was ich bemalen will. Was mich aber richtig freut, ist, dass so viele von euch auch strickmausig sind auf Instagram und ich voll auf Nachrichten bekomme und ja, weil ich euch ein bisschen zuspamme damit und darüber halt voll viel rede, nerv ich damit hoffentlich dann viele nicht, weil einige von euch also auch stricken, das freut mich voll. Fun Fact, ich konnte früher schon mal stricken. Da hatte ich so Kinderplastiknadeln, die hinten so kleine Bärchen oder so dran hatten, damit die Maschen nicht hinten wegrutschen können. Und ich weiß gar nicht, was ich da gestrickt habe, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich nur so ein Mini-Schal oder so. Aber meine Oma hat mir das schon mal beigebracht. Aber habe ich alles wieder vergessen, glaube ich. Also, ich konnte mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Aber jetzt bin ich wieder drin. Andere Drachen haben jetzt abflugbereit den Platz der anderen am Rand der Steilwand eingenommen. Dudelten Körper hinterherjagen. Dan hat seine Flügel... Immer wenn ich irgendwas nicht weiß, gehe ich einfach auf YouTube und gibt das dann da ein, auf Nadelspiel übergehen. Weil ich habe ja jetzt Rundstricknadeln und will jetzt auf Nadelspiel drüber gehen. Mal schauen, ob hier irgendwo ein Video ist. Es gibt Leute, keine Ahnung, ob das was wird. Die nehmen halt einfach die Nadeln und stricken das rüber. Also tun so, als würde die eine fehlen und nehmen jetzt stattdessen die zum Stricken. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich habe ein bisschen Angst, mir damit jetzt meine Sache hier zu ruinieren. Aber ich muss jetzt diese Runde eh nicht abnehmen. Dann ist das wahrscheinlich eh gut. Ich liebe die Farbkombi. Noch mit den Bildern im Hintergrund. Oh mein Gott, ist das pretty! Tern verlangsamt sein Tempo gerade genug, um ihr Liam zu übergeben. Was ihm auch gelingt. Schaut mal! Das sieht cool aus. Meine Mütze kann man schon richtig erkennen. Oh mein Gott! Yes. Ich muss jetzt noch, glaube ich, 4 Runden abnehmen. Ich muss gleich nochmal nachzählen oder nachrechnen. 13, 14, 15, 16. Ja, 4 Runden. Und dann kommt irgendwie nochmal die Spitze irgendwie. Muss ich dann nochmal nachlesen. Leute, ich kann es nicht ganz glauben. She is done. Tada! Ich habe sie gerade beendet. Ich bin so müde. Aber sie ist fertig. Die ist Ende abgeschlossen. Also ich sehe ein paar Fehler, aber halt nichts, was man jetzt wirklich sieht. Außer man guckt es sich ganz genau an. Auch hier der Rand ist nicht ganz... Hier ist eine kleine Delle drin sozusagen, aber das kann man einfach nach hinten ziehen. Ich muss die morgen noch waschen und dann blocken. Das macht man bei Stricksachen irgendwie, dass man die trocknen lässt, so in der Form, in der man sie haben will. Bisher ist sie nämlich noch ein bisschen klein in meinen Augen. Wo wollte ich jetzt hier das Ende haben? Hier. Könnte noch ein bisschen... Also sie passt. Also und hier ist sie auch gut, aber sie könnte noch ein bisschen länger sein. Dass halt hier noch was absteht, weil das tut es jetzt nicht. Ja.
entweder wird es halt durch das Blocken noch besser oder nicht. Ich meine, ich finde sie trotzdem cute. Wahrscheinlich würde ich sie dann aber einfach auch nochmal stricken. Bis nächsten Winter habe ich ja noch Zeit. Und ich bin jetzt auch richtig müde. Die letzten zwei Nächte habe ich ja echt immer bis nach 12 irgendwie gestrickt und Hörbuch gehört. Und das zerrt jetzt an mir. Gute Nacht! Mein erstes Strickprojekt ist fertig und ich kann es nicht so ganz glauben. I made this. She's not perfect, aber schon ziemlich gut. Ich bin schon echt stolz, weil der Anfang war echt holprig. Ich habe so viele verschiedene Maschenproben gemacht, so oft diese Maschen auf meine Rundstricknadel aufgenommen, bis ich endlich nach und nach immer weiter stricken konnte. So lange hat das Ganze auch gar nicht gedauert, weil ich immer schneller wurde beim Stricken und ich einfach auch so viel Spaß dabei hatte, muss ich sagen. Vor allem der Anfang einer Mütze ist echt so einfach, weil man nur in Runden strickt und ich habe immer rechts, links im Wechsel gestrickt, was auch relativ einfach ist und ich bin da richtig, ja, so geübt drin geworden und das Beste daran ist echt, dass man nach und nach immer mehr Erfolge sieht. Am Ende habe ich sogar noch ein Nadelspiel gemacht, was ich auch noch nie gemacht hatte und was eigentlich besser ging als gedacht. Musste dann das obere Ende noch vernähen und habe die dann sogar noch geblockt, weil sie mir am Anfang ein bisschen zu klein war und dann hat sie perfekt gepasst. Ich weiß, dass ich es beim zweiten Mal noch besser könnte und ich schon so viel bei dem Projekt gelernt habe. Deswegen, wenn ihr Fragen habt zum Thema mit dem Stricken anfangen, stellt sie mir gerne unten. Heute war so ein richtig schöner Tag, aber auch ein Tag, der irgendwie so richtig dahin geflüchtet ist. Julika hat mittwochs immer keine Uni, also keine Vorlesungen, deswegen machen wir dann oft was zusammen. Und ich hatte ihr zu Weihnachten geschenkt, dass wir Keramik bemalen gehen und Tassen bemalen. Und dann waren wir heute früh noch beim Morning Yoga, haben dann bei mir gebruncht. Ja, und jetzt ist es auch schon wieder 17:45, fast 17:30. Ich bin gerade vom Keramikmalen zurückgekommen, habe Wäsche aufgehangen. Esse jetzt noch was, weil ich gerade mega Hunger habe. Aber eigentlich ist auch schon wieder Abendbrotzeit. I don't know. Ist irgendwie crazy, wie so ein Tag einfach rum ist. Ich habe ja bald Geburtstag und ich bestelle mir zum Geburtstag, wünsche ich mir von meinen Eltern, oh, ich kann euch das jetzt gerade gar nicht, oh doch, Wolle, nämlich graue Wolle für einen Pulli, den ich stricken will. Und dann orange Wolle für ein Stirnband, was ich machen will. Und pinke Wolle auch für das Stirnband und aber auch eventuell, um an meiner Mütze noch was zu machen. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich meine Mütze nochmal aufmache und nochmal was ändere. Oder ob ich sie so lasse, an meine Cousine schenke und mir nochmal eine mache mit so einem fluffigen Faden noch mit drin. I don't know, habe ich mich noch nicht ganz entschieden, aber... Genau, da wünsche ich mir ein paar Sachen zum Geburtstag für meine Strickprojekte. Was mir auch vorhin eingefallen ist, ich bekomme einfach Ende dieser Woche Bescheid, ob ich für meinen Master zugelassen werde. Und ich bin ein bisschen excited und ein bisschen nervös. Ich hoffe, das klappt. Ich habe mich ja nur da beworben, nur für diesen Studiengang. Bei meinem Bachelor hatte ich mich auch nur für den einen Studiengang beworben, an der Hochschule. Ja, hoffen wir mal, dass das klappt. So wie bei meinem Bachelor, dass ich da auch angenommen wurde. Obwohl ich mich nur bei einer Sache beworben habe. Drück mir die Daumen.